Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Costa Rica. Nachdem ich letzten Jahr 2 Nächte am Pazifik verbracht habe, in einer Lodge, die eigene Salinen hatte und wo ich Stelzenläufer und andere Limicolen fotografieren konnte, im besten Licht früh morgens und nachher auch noch tagsüber einige andere Vögel, bin ich jetzt wieder in die Berge gefahren. Nicht mehr ganz so hoch wie das letzte Mal. Ich bin jetzt auf rund 1600 Meter. Und zwar heißt die Gegend hier Monteverde. Und ich glaube, der Name beschreibt es, es ist hügelig, bergig und sehr, sehr grün. Also der Regenwald ist sehr beeindruckend. Und ich möchte euch in diesem Video ein bisschen über die Fotografie hier berichten, einige Fotos und Videos zeigen, von meinen Erlebnissen berichten und euch vielleicht noch 1-2 Tipps mit auf den Weg geben. Nachdem die Fahrt wieder ein bisschen abenteuerlich war, da eine Straße einfach aufgehört hat bzw. durch einen Fluss durchschnitten war, die Straße ist einfach eingebrochen, mussten wir einen kleinen Umweg machen, sind aber dann im Monteverde-Reservat angekommen und es hat noch gereicht, um etwas rausgehen und zu fotografieren, bevor der Park bereits um 4 Uhr nachmittags schließt. Also das ist relativ früh, ich glaube der Sonnenuntergang ist momentan 10 vor 6 abends. Natürlich im Regenwald ist es schon sehr dunkel und gerade wenn es bewölkt ist und das war es jetzt die meisten Nachmittage, dann ist es natürlich schon so, dass man eine Stunde vor Sonnenuntergang im Regenwald das praktisch nicht mehr fotografieren muss, es wird einfach zu dunkel. Aber 4 war schon sehr früh. Wir sind dann rein und es hatten eine unglaubliche Begegnung. Und zwar haben wir nach nur 200-300 Metern auf dem Weg im Park Nasenbären gesehen. Und ich hatte dann die Hoffnung, dass wenn wir uns ruhig verhalten, die vielleicht etwas näher kommen, nicht so scheu sind. Habe dann gemerkt, dass das geht, dann ziemlich panisch mein 600er rausgenommen und das 70 bis 200er, das Kenner mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, auf die R5 getan, mit dem weiter fotografiert und es war einfach unglaublich. Es war manchmal fast schwierig, dass man nur ein Tier drauf hat und nicht noch eins abgeschnitten, das dann irgendwie ja, etwas doof aussieht. Und ein bisschen später habe ich dann sogar das 70-200er weggenommen und das 35mm 1.8 draufgeschraubt und mit dem weiter fotografiert. Und es war einfach eine unglaubliche Begegnung. Ich finde es halt einfach immer wieder schön als Tierfotograf, wenn man hingeht, die Tiere findet und dann die Tiere auf einen zukommen und irgendwie neugierig sind und keine Angst haben vor Menschen. Gleichzeitig waren sie jetzt auch nicht aggressiv oder so. Das kennt man ja von gewissen, zum Beispiel Affen. Ich erinnere mich in Singapur, die können aggressiv werden gegenüber den Menschen, weil sie den Menschen mit Futter verbinden. Und bei denen hier hatte ich einfach das Gefühl, dass die rein neugierig waren. Also eine unglaublich tolle Begegnung, hat einige Fotos gegeben. Nachher bis der Park geschlossen war, allerdings praktisch keine Fotos mehr. Es war an dieser Stelle im Regenwald wirklich nicht einfach, die Vögel überhaupt zu finden. Ich habe dann auch noch mit einem Guide gesprochen am nächsten Tag, also kein Guide von dort, aber ein Guide, der allgemein in Costa Rica und Kolumbien Touren anbietet und auch Fotograf ist. Und der hat mir auch gesagt, es ist schwierig in diesem Park, denn die meisten Vögel, die ich auch entdecken konnte, waren relativ weit oben, nicht auf Augenhöhe. Eben in den Randstunden hat man nicht mehr viel Licht und so weiter. Also versteht mich nicht falsch, es war unglaublich eindrücklich, einfach diesen Dschungel zu erleben, diesen Regenwald, diesen tropischen Regenwald mit dem vielen Grün, Schmetterlinge, Kolibris und wir haben auch 1-2 Vögel konnte ich fotografieren, aber die Ausbeute war natürlich nicht gewaltig, aber das Erlebnis unglaublich. Heute gibt es eine kleine Taktikänderung und zwar hat uns einer der Ranger im Nationalpark oder im Monteverde Park dort empfohlen, vielleicht hier hinzugehen, wo wir jetzt sind. Das ist ein kleines Privatgelände, also so klein auch nicht. Und das hat hier, wie ihr seht, auch einiges an Wald, das hat ein paar Trails, das hat einen Bach. Es hat aber auch ein paar offenere Landschaften mit einzelnen Bäumen. Und natürlich interessant, es wird gefüttert, also hauptsächlich Bananen, die für die Vögel gefüttert werden. Und das bedeutet natürlich, dass man vor allem die Vögel anlockt, die halt gerne Früchte fressen oder Allesfresser sind. Nicht unbedingt welche, die sich auf Insekten oder bestimmte Sachen spezialisiert haben. Aber für jemanden wie mich, der noch nie in Costa Rica war, ich bin froh um jede neue Vogelart, die ich fotografieren kann. Und das ist jetzt die Taktik für heute Nachmittag, denn hier hat man doch ein bisschen andere Möglichkeiten.
Ein Vorteil ist sicher, dass man ein bisschen einen größeren Abstand zum Hintergrund hat. Also gerade mit einer lichtstarken Festbrennweite kann man auch im Dschungel einen ruhig aufgelösten Hintergrund haben. Man braucht aber ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Geduld. Das zweite ist das Fokussieren. Das ist im Dschungel nicht immer ganz einfach. Wenn man manchmal nur 2-3 Sekunden Zeit hat, wenn der Vogel irgendwo hinhüpft und man muss fokussieren, es hat noch Vegetation herum. Ich meine, ja, man kann mit dem Autofokus ein bisschen rumspielen, welchen Modus man nimmt. Aber es ist ein bisschen ein Hit and Miss und manchmal braucht man etwas länger, muss manuell eingreifen und manchmal ist dann einfach der Vogel schon weg. Hier bei der Fütterung haben wir natürlich den Vorteil, dass wir einen Ansitzast oder zwei Ansitzäste haben, die ungefähr auf der gleichen Ebene sind. Das heißt, man kann vorfokussieren. Wenn der Vogel kommt, muss der Fokus noch um 2-3 cm verschoben werden, aber nicht mehr. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man die Vögel mehr oder weniger auf Augenhöhe fotografieren kann, respektive man kann sich ein bisschen danach ausrichten, weil man weiß ja, auf welchem Ast die landen. Und das Gelände hier ist nicht komplett flach, das ist ein bisschen hügelig. Das heißt eben, meistens hat man sie sowieso auf Augenhöhe, aber wenn man jetzt einen Ansitzast hat, der etwas höher ist, dann passt der Hintergrund nicht, dann kann man sich vorbereiten, man kann sich anpassen und ist dann wirklich bereit, um das Foto zu machen, mehr oder weniger, das einem vorschwebt, wenn die Vögel kommen. Natürlich, es ist immer noch kein Zoo, man muss ein bisschen Glück haben, dass die Vögel kommen. Der Besitzer hat uns jetzt gesagt, dass am Morgen eigentlich mehr los gewesen wäre. Wir sind jetzt am Nachmittag da. Das ist halt, in diesem Fall war das ein bisschen schlechte Planung, denn das ist der nächste Punkt, das Wetter. Ihr seht es um mich herum, es ist momentan sehr sonnig und das war nicht geplant. Ich wollte hierher kommen, wenn es bewölkt war. Der Wetterbericht hat am Morgen gesagt, leichte Bewölkung, ab mittags Regen, zumindest stark bewölkt und Regen. Naja, wir sind aufgewacht um kurz nach 5, es hat gewindet, das wäre auch nicht gut für die Vögel, aber es war komplett bedeckt und ich glaube bis 11 Uhr hat die Sonne vielleicht 5 Minuten geschienen, sonst alles bedeckt. Und um 12 Uhr hat es aufgerissen. Da oben ist gerade eine Taube gelandet. Um 12 Uhr ungefähr hat es aufgemacht und jetzt sind wir hier unter dem blauen Himmel. Und es ist etwas schwierig, jetzt draußen zu fotografieren, denn die Kontraste sind sehr stark. Man hat das harte Licht. Und das ist nicht ein Licht, wie es im Winter in Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich haft um 12 Uhr. Wir sind hier in den Tropen, das heißt, die Sonne, die steht wirklich knallhart über mir. Das heißt, jetzt gilt es einmal abzuwarten. Vielleicht ziehen noch ein paar Wolken auf. Ich habe es in den letzten Tagen einige Male erlebt, dass es relativ zügig gehen kann von blauem Himmel zu es regnet. Oder dass es zumindest ein bisschen zuzieht, ein paar Schleierwolken kommen. Denn bis die Vögel wirklich im Schatten sind, muss die Sonne doch noch etwas tiefer gehen. Denn momentan gibt es nicht sehr viel Schatten, eben weil die Sonne wirklich so von runter, oben nach unten brennt. Falls ihr zu besseren Tierfotos kommen möchtet, ich habe einen neuen Videokurs Tierfotografie rausgebracht und eine Folge ist spezifisch für Tiere, also für Vögel, an einer Fütterung gemacht. Das kann jetzt eine Fütterung hier in Costa Rica sein, das kann eine bei euch zu Hause sein, wo auch immer. Einfach im Prinzip geht es darum, um ein Setup, wo man sich ein bisschen mehr einrichten kann, vielleicht ein bisschen auswählen, wie macht man das mit dem Ansitz, worauf sollte man im Hintergrund achten, mit dem Sonnenstand und so weiter. Auch mit den Jahreszeiten und all das geht es. Das werde ich ausführlich diskutieren. Und natürlich gebe ich euch eine Live-Ansicht mit der GoPro und eben der Sucher ist mitgefilmt. Also ihr seht live, welche Einstellungen ich verändere bei meiner Kamera. Autofokus, die Verschlusszeit mit den ISO, gerade wenn es dunkler wird. Oder auch für ein paar kreative Effekte, wenn das Wetter umschlägt und so weiter. Also schaut doch einmal vorbei. So, ich dachte, solange es so sonnig ist, gebe ich euch eine kurze Tour hier, wie das so ungefähr aussieht. Hier hat es einige Büsche in der Umgebung, von denen die Vögel aus anfliegen können und dann hoffentlich auf diesem sehr, sehr langen Ast hier landen. Unten dran ist das Futter, teilweise hängen die Bananen auch am Ende der Äste. Und ich konnte schon einige Vögel sehen, die in dem Sinn cool sind, weil es Vögel sind, die ich in den anderen Orten in den Bergen nicht gesehen habe. Also ganz andere Farben, ganz andere Arten. Eben ist halt das Coole, wenn man das erste Mal in einem Land, in einem tropischen Land ist. Dann hat es hier einen kleineren Waldabschnitt. Auch hier möchte ich das nachher noch ein bisschen anschauen, denn hier im Wald, falls ich die Vögel hier finden würde, ist natürlich immer etwas schwieriger und es ist dichter. Aber hier könnte ich jetzt auch schon gut fotografieren, auch wenn eben das Licht außen dran noch etwas hart ist. Und dann geht es hier noch weiter, mehr so Offenland mit kleinen Büschen. Und das ist halt generell etwas, das viele Vögel gern haben oder so ein bisschen eine Diversität an Lebensraum mit verschiedenen Strukturen. Gewisse Vögel natürlich brauchen einen Wald, das ist klar,
Andere sind eher Wiesenbewohner und hier hat man so ein bisschen alles auf relativ kleinem Raum. Auch unglaublich wieder die Schmetterlinge, die hier durchfliegen, so groß, ihnen also orange und blaue Flügel. Und das Ganze ist einfach gewaltig hier. Da hinten hat es noch ein weiteres Hide. Ja, ich hoffe, ihr kriegt so ungefähr einen Eindruck. Einfach von der Landschaft, also ist schon etwas ganz anderes, wie man es von Mitteleuropa jetzt gewohnt ist. Ja, ich habe das schon in einem anderen Video mal erwähnt. Wenn ihr einen Raum mit Klimaanlage habt, schaut, dass ihr die Klimaanlage am besten ausschaltet oder nicht zu stark einschaltet oder die Fotoausrüstung früh genug rausnimmt, sonst werden die Linsen anlaufen, wenn ihr in das feuchte Klima hier kommt. Bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen Raum mit einer Klimaanlage. Und ja, falls ihr auch mal nach Costa Rica wollt, ich muss sagen, bis jetzt ging es erstaunlich gut. Die Räume hatten einfach Ventilatoren und das hat wirklich gereicht. Ich war selbst erstaunt, aber war kein Problem. Und dadurch hat man das Problem mit den Linsen, die beschlagen, nicht so. Und hier kommen wir gleich zum zweiten Feeder. Also es ist warm, obwohl es hier auf 1400 Meter, obwohl ich auf 1400 Meter bin. Ich habe ein langes Shirt angezogen, einfach wegen den Mücken. Denn Dengue-Fieber, oder wie das auch auf Deutsch auch immer heißt, Dengue-Fieber, ist ein Problem hier oder könnte ein Problem sein. Meines Wissens nicht, gibt es jetzt nicht extrem viele Fälle, aber man sollte aufpassen. Und ja, hier hat es nochmal eine Fotomöglichkeit. Allerdings ja, ist hier kein Futter und dementsprechend noch wenig Vögel. Sieht aber so aus, als ob das als Wassertränke gedacht wäre. Seht ihr den Bambus? Bambusrohr, was in die Hälfte geschnitten ist. Übrigens auch ein Tipp. Im Sommer, wenn ihr füttert, oder auch im Herbst. Wie gesagt, gewisse Vögel werden nicht kommen, wenn ihr Körner füttert. Das gibt gewisse Vögel, die gehen wirklich halt nur auf Insekten. Ihr könnt natürlich Mehlwürmer und so füttern. Und sonst ist auch eine andere Option, Wasser anbieten. Denn Wasser brauchen fast alle Vögel, oder brauchen alle Vögel. Und viele Vögel, wollte ich sagen, kommen zum Wasser, wenn ihr es anbietet. Schaut einfach, dass ihr das Wasser regelmäßig wechselt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ich konnte so wirklich schon coole Bilder machen, wie die Vögel gebadet haben. Man muss das natürlich ein bisschen naturnah gestalten. Oder ihr sagt, okay, ihr möchtet sie nur fotografieren, wenn sie kommen, auf dem Ansitzast landen, bevor sie baden oder nachdem sie gebadet haben. Es hat etwas gedauert, aber im Verlauf des Nachmittags sind dann tatsächlich noch die gewünschten Wolken gekommen. Es hat sogar leicht begonnen zu regnen, hat eigentlich wirklich gut gepasst. Ich habe dann versucht, ein bisschen mit dem Hintergrund zu experimentieren. Und ich werde morgen früh noch einmal kommen und noch versuchen, weitere Aufnahmen zu machen, weil dann auch der Sonnenstand etwas anders ist und am Morgen generell die Aktivität etwas höher sein sollte. Ich werde mich aber hier schon verabschieden. Lasst mich doch unten in den Kommentaren kurz wissen, ob ihr daran interessiert wärt, einmal eine komplette Bearbeitung vom Rawbild bis zum fertigen Foto, wie ihr es jetzt gleich sehen werdet, zu sehen in einem Tutorial. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!